Oh, hallo Morris. Du Jasmin. Die Melonensamen von Joja sind also deutlich besser als alle anderen. Glaube ich sofort. Ach so. Ups. Da. Warum habe ich irgendwie. Ja, gut, ne? Natürlich habe ich das Gefühl, dass die Zeit nicht rumgeht. Wir haben heute Morgen, wir konnten ja noch nicht gießen. Ach Mist, ich habe mein Ding vergessen. Ich hab mein Kupferbahn vergessen. Dann mache ich es auch nicht. Warte. Kupferbarren. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben ja gestern welche geschmolzen. Machen wir es einmal so. Und wenn wir zu Hause sind, schmeißen wir die 5 Kupferbarren dann einfach weg. Und dann passt es wieder. Du. Unterwegs die Mülltonnen durchwühlen. Dumm. Die dumm. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal eine Reihe gießen, ohne dass uns zwischendurch der Saft ausgeht. Und das wortwörtlich. So, Ditte setzen wir direkt hier oben hin. So. Noch 2 Tage, dann gibt's Geld. Dann ist Zahltag. Dann hat sich endlich der Aufwand gelohnt, diesen Scheiß hier anzubauen. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir gießen müssen, bevor sie geerntet werden können, weil morgen gibt's ein Gewitter. Nein! What are you doing? Du. Meine Güte, müssen wir eigentlich schon stinken, ne, wenn man bedenkt, was er einfach den ganzen Tag am Ackern ist. Einfach pur am Ackern. Aber wir sollten morgen den Gewittertag besser ein bisschen überspringen. Wir haben nämlich keine Blitzableiter und haben sonst das Problem, dass es ständig in unsere Felder einschlägt. Und dann sind unsere schönen Beeren nämlich weg. Unsere Axt ist morgen eh noch nicht bereit. Die Beeren sind morgen nicht bereit. Ja gut, den Hopfen, den kann man... Doch, diese eine Melone kann ich ernten. Die eine Melone kann ich morgen ernten und den Hopfen.
Das werden wir schnell machen, aber dann gehen wir am besten schnell wieder ins Bett. Ich habe nämlich Angst um mein Gemüse und um mein Obst. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht trotzdem passiert. Das werden wir dann sehen. Aber wir brauchen erst eine ganze Menge Blitzableiter und dafür brauchen wir eine ganze Menge Eisen. Und das haben wir leider noch nicht. Wir müssen dringend runter in die Minen. Und wir müssen unsere Spuhitzhacke aufrüsten. So, mehr war es nicht. Und schnell wieder ins Bett, bevor was passiert. Oh, nein! Ich kann noch gar nicht ins Bett. Wo ist es da? Da unten. Nee. Da. Der gute Alex hat heute Geburtstag. Ups. Dem muss ich was zu futtern bringen. Drückt uns die Daumen. Dass unser Obst noch lebt, wenn wir wieder daheim sind und nicht irgendwie 3, 4 kaputt sind. Ich habe übrigens in diesem Spiel ausgeschaltet, dass man von diesen Blitzen die Lichtblitze sieht. Weil ich finde das gelegentlich doch mal relativ unangenehm. Und ich will ja auch niemanden triggern, der irgendwie Epilepsie hat oder so und davon Anfälle kriegen könnte. Ich would nein. Oh, von 8 Uhr. Ich would nein. Ja, ich would nein. Was trinken? Ja, er kommt direkt raus, supi. Guten Morgen, guck mal. Bitteschön. Oh, ist mein Geburtstag. Danke. Ich habe jetzt eine ganze Menge Freunde. Oh, und ich habe wieder 3 Melonensamen. Und die Melone ist sogar Gold. Na Mensch. So. Die brauchen wir noch. Die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir nicht. Hopp. Die Melonensamen. Die pflanze ich direkt wieder ein. So, oh mein Gott. Nein! Mistkatz! So, schnell schlafen gehen. Und dann gibt's die große Ernte. Nice. Es ist ein Träumchen. Die große Ernte kommt. Na komm schon, mach hin, ich will ernten, ich brauche Geld. Ah, sieht das nicht schön aus? Hey Kleiner, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Nicht dürstet sondern was hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles. Ja, ich kann dir leider nicht damit helfen. Noch nicht zumindest. Also so kann man es nicht ernten, aber wir können das umstellen. War das hier? Unendlich Heupelle automatisch füttern, so von widerständig. Schnelle Verarbeitung. Wo waren das? Mit Sense ernten, da. So, dann schalten wir das ein und dann. Tada! Und das ist wirklich viel cooler.
Oh, ich liebe das mit der Sense zu ernten. Geil. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier so ein Gigafeld mit, keine Ahnung, 1000 Pflänzchen oder so. Ich bin direkt mal 2 Stufen aufgestiegen. Mit 1000 Pflänzchen oder so. Stellt euch das mal vor. Yeah. Und das alles einzeln per Hand, weißt du? Nee. Oh, heute ist auch Sonntag. Das heißt, heute gibt es wieder ein leckeres Rezept. Pfannkuchen. Manchmal verliere ich mich in ausgefallenen, komplizierten Gerichten. Aber es fühlt sich auch mal gut an, einen einfachen Pfannkuchen zu machen. Ich empfehle, eine Menge Butter und Ahornsirup drüber zu geben. Du hast gelernt, wie man Pfannkuchen macht. Ist auch kein Pappenstiel. Ist auch kein Hexenwerk. So rum. Wenn ich Pfannkuchen mache, kommt im Grunde eigentlich nur ein Ei, 100 Mehl, 200 Milch. Fertig. Der Teig wird gut geschüttelt, ne? Ich rühre den nicht in der Rührschüssel oder so, sondern ich klatsche das in meinen Schüttelbecher und dann wird der Teig gut durchgeschüttelt und dann wird er gebacken und dann wird er bestrichen, entweder mit Schokocreme oder mit Marmelade oder es kommt halt Ahornsirup drüber, aber ich tue grundsätzlich in meinen Pfannkuchenteig noch nicht mal Zucker rein, weil ich in dem Belag oder in dem Aufstrich auch schon genug Zucker drin habe, da brauche ich in den Teig nicht nochmal Zucker reinklatschen. Allerdings, wenn ich was Herzhaftes mache, was ich aber noch nie gemacht habe, ehrlich gesagt, ich mag keine herzhaften Pfannkuchen, ich mag eher die süße Variante, dann würde ich eher so ein bisschen Salz und vielleicht noch Gewürze reintun. Aber wie schon gesagt, der Baum sieht komisch aus. Aber wie schon gesagt, ich mag nicht so die herzhafte Variante. Ich mag eher so die süße Variante. Schon immer. Schon immer. Boah, jetzt geht das Gießen mal ein bisschen schneller. Und wir haben am Ende auch noch Energie übrig. Ne, hier, wo wir vorher gegossen haben, haben wir immer ziemlich so unsere, ein bisschen mehr als uns, also wir haben zwischendurch uns immer setzen und pausieren müssen. Das müssen wir jetzt bei weitem nicht mehr. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Wir verbrauchen zwar ziemlich was, aber nicht so krass viel. So, und jetzt ist Zahltag. Nur unseren Hopfen, den muss ich verschonen. Den brauchen wir ja, ich glaube, 5 Stück oder so, glaube ich, brauchen wir für unser Dingensbummens. Dit und dit. Ach ja, oh nee, ich habe vergessen. Aha. Ja, genau, das wollten wir sowieso wegschmeißen. Also 6 Stück. 5 mal 5 sind 25, ja. Das schmeißen wir, weil ich habe die jetzt vergessen zu schmelzen. Wir haben schon 10 Uhr. Wir schmeißen jetzt einfach dieses Gezuppel hier weg. Moment. Gehen zum Schmied und werten noch unsere Spuhitzhacke eine Stufe auf. Dann brauchen wir nämlich dann in der Eisebene auch nicht mal so krass lange, bis wir die Steine aufgeklüpselt haben. Und ich erwähne es gerne nochmal. Ich habe von Anfang an schon gesagt, dass ich so ein bisschen cheaten werde. Ja, bist ein guter Junge, Dusty. Du bist hier wohl der Einzige, der mich versteht. Kein anderer dieser Art von Zeug, das du und ich hast. Das du und ich hast. Vadim, hast du mich reden gehört? Ja, ich habe alles gehört. Keiner in dieser Stadt hat es irgendwie leicht, ne?
Ich mag da überhaupt nicht gerne drüber reden, aber lass mich erklären. Hast du dich je gefragt, warum ich hier mit meinen Großeltern lebe? Siehst du, mein Vater war nicht so der gute Kerl. Er hat alles ruiniert für mich und meine Mutter. Die halbe Zeit war er weg. Und die eine Hälfte des Lebens war er weg. Die eine Hälfte der Zeit war er weg. Die andere Hälfte war er besoffen. Und, hat gesagt, ich wäre wertlos und würde nie was zustande bringen. Worthless? Ja, doch, das könnte hinkommen. Naja, ich war halt jung. Er hat mich für jung, zu jung gehalten? Ach, keine Ahnung. Oh, Entschuldigung, ich muss gehen. Oh. Er war auch zu jung, hat's vergeigt und hat in seinem Leben nichts zustande gebracht. So interpretiere ich das. Ich habe vergessen, mein Dingens aufzumachen. Naja, das war's halt so. Wer weiß schon, was in seinem Kopf vorgeht. Und irgendwann war er weg. Und danach wurde Mama krank. Und, passed away und ging weg? Oder wurde weggebracht? Passed away? Oder, also gestorben, glaube ich, ist sie nicht, aber sie ist, vielleicht wurde sie auch eingeliefert, vielleicht heißt das auch das, ich weiß es nicht genau. Ich hatte keine Wahl, außer zu meinen Großeltern zu ziehen. Du siehst aus wie jemanden, dem ich trauen kann. Das ist, warum ich dir das erzähle. Ich will kein Mitleid. Da gab es diese eine Sache in meiner Vergangenheit, die mich stark gemacht hat. Und jetzt lass mich dir zeigen, was das dir alles für ein Barbecue-Steak macht. Bork. Bork, bork. Ich bin furchtbar schlecht im Übersetzen. Ich hoffe, ich übersetze das richtig. Wenn ihr das aktiv verfolgt und ich übersetze etwas nicht richtig, dann bitte, bitte, bitte korrigiert mich. So, mein Freund. Ich habe gerade einen mega Frosch im Hals. So, mein Freund. Hier haben wir ein paar Melonen. Wir haben ja noch ein paar, die noch in Arbeit sind. Ja! 21.000! Was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Geld? Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall ein Ställchen bauen. Oder wir können... Naja, gut, das mache ich eigentlich viel lieber im Herbst. Weil bis die Blaubeeren dann jetzt fertig sind, gehen wieder 14 Tage ins Land. Und dann haben wir den 28. Dann können wir sie noch einmal ernten und dann ist Sense. Ist doof. Was haben wir denn sonst noch? Pam, ist durstig. Achso. Ist blöd. Deswegen würde ich eher sagen, wir kondensieren uns vielleicht aufs Upgraden. Da. Ach ja, genau. Ich habe ja die... Stimmt. Die Kupfer. Die Kupferbarren brauche ich. Die habe ich ja vorhin weggeschmissen, ne? Wir erinnern uns. So. Wir haben Geld. Wir könnten uns... Oh ja, wir könnten uns zum Beispiel ein Bäumchen kaufen für die Granatäpfel, weil wir die ja noch anbauen müssen. Ein Granatäppelbaum.
Ein Granatapfelbaum. Oder wie ich auch früher immer gerne gesagt habe, eine Pommegranate. Ein Granatapfelbaum. Kann man den hier auch hinsetzen? Oh, schade. Ich dachte schon. Man hat es ja mal probieren können. So, wir haben Geld. Den Apfelbaum, den setzen wir jetzt gerade mal da oben hin. Da wächst nicht ganz so oft was. So, wir haben unsere Spitzhacke, wollte ich gerade sagen. Wir haben jetzt hier unsere bessere Axt. Das heißt, wir können hier unten jetzt die Dinge wegknüppeln. Juhu! Hat das Holz. Jetzt kriegen wir auch das harte Holz fertig. Tschum, 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 tschum. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten.